Ein weiteres Beispiel, Zinseszinsberechnung. Ich gebe hier in dieser Main-Prozedur zunächst aus, Berechnung des Zinseszinses, fordere den Benutzer dann auf, das Kapital einzugeben, den Zinssatz einzugeben und berechne dann nach der Zinseszinsformel das neue Kapital, und zwar das Kapital in 4 Jahren. Was wird hier gemacht? Hier wird berechnet Kapital mal und dann wird entsprechend der Zinseszinsformel immer berechnet 1.0 plus Zinssatz durch 100. Multipliziert mit 1.0 plus Zinssatz durch 100 und so weiter. Und in 4 Jahren ergibt sich dann das berechnete Kapital, was gemäß dieser Formel in der Variablen Neukapital gespeichert ist. Schauen wir uns das mal in Java an, in Eclipse an. Hier ist das Programm. Ich mache mal Run S. Nehmen wir an, wir haben als Kapital 1000 Euro und Zinssatz ist 3,25. Dann ist das Kapital in 4 Jahren 1136,475 und so weiter. Ich starte das Programm nochmal neu. Gebe mal ein 100. Ich habe 100 Euro. Und wenn ich diese 100 Euro anlege zu einem Zinssatz von 3, habe ich nach 4 Jahren 112,55 Euro.